Die Freiwillige Feuerwehr Grimma ist die größte Wehr im Gemeindeverbund. Seit Ende des vergangenen Jahres steht diese, nach der turnusmäßigen Wahl mit Jan Tischer, unter einer neuen Leitung. Der Übergang von alter zu neuer Wehrleitung lief unaufgeregt ab. Das Team um den Wehrleiter und seine beiden Stellvertreter Michael Hennisch und Max Richter startet mit vollem Tatendrang in die neuen Aufgaben. Dort kommt einiges auf die Feuerwehr zu. 265 Einsätze sind die Kameradinnen und Kameraden im vergangenen Jahr gefahren. Noch immer im Gedächtnis bleibt die tragische Brandkatastrophe im Februar 2020, bei der eine Mutter und ihre beiden Kinder ihr Leben verloren und einen Waisenjungen zurückließen. Der Beginn des Jahres 2021 verlief nicht ruhiger, denn bereits bis Ende Januar ist die Wehr schon 32 Einsätze gefahren. Das sind mehr als einer pro Tag aktuell. Für eine freiwillige Feuerwehr natürlich ein immenses Pensum. Merkt man auch an den Kameraden, dass die gestresst sind, einfach von der Situation. Wie es dort eine Lösung gibt, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Wir sind dort mit der Stadtverwaltung, mit dem Brandschutzamt, gerade mit dem Steffen Kunze im Gespräch und werden dort sicherlich auch für alle eine tragbare Lösung finden. Ihm ist es wichtig, dass sich die Feuerwehr im Einsatz den aktuellen technischen und handwerklichen Gegebenheiten verpflichtet fühlt und diese auch ausführen kann. Die aktuellen Herausforderungen in der Feuerwehr sind groß. Corona steht auch hier an erster Stelle. Wir haben einen sehr eingeschränkten Ausbildungsbetrieb in 2020 nur leisten können. Das merkt man im Einsatzgeschehen und natürlich auch im Zusammenhalt der Mannschaft, weil einfach die Kameradschaftspflege auch fehlt, klar. Eine weitere Herausforderung ist die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Die muss ganz klar wieder verbessert werden. Wir haben ein sehr gutes Feedback der Stadtverwaltung. Wir haben eine Stadtverwaltung, die uns auf dem neuesten Stand der Technik hält, mit viel Geld, muss man sagen, und die auch für jedes andere kleine Problemchen ein offenes Ohr hat und eine konstruktive Lösung sucht. Und da wollen wir einfach auch was zurückgeben. Gerade dahingehend ist auch der Ausbildungsbereich wichtig. Dieser soll auf einen guten und modernen Stand geführt und gehalten werden. Wir werden jetzt mit der Ausbildung wieder starten, im Februar schon, unter Einhalt der Hygienevorschriften, die wir hier uns auferlegt haben. Will heißen, dass wir die Ausbildung natürlich auseinanderziehen. Ist natürlich auch wieder ein Mehraufwand für die Ausbilder, für die Führungskräfte und natürlich auch eine Sache der Flexibilität der Einsatzkräfte, die sich dann an bestimmte Zeiten halten müssen, die sie vielleicht nicht so gewohnt sind. Das ist ganz einfach so. Wir werden mit einem ganz normalen Regelausbildungsbetrieb wieder starten. Das wird folgendermaßen ablaufen, dass wir die Feuerwehrmannschaft in zwei Gruppen unterteilen und dass dann 14-tägig mit der einen oder anderen Gruppe der Ausbildungsdienst gemacht wird. Das wird ab März soweit sein. Ich denke, dann ist es auch möglich, wieder an die frische Luft zu gehen, sodass wir einfach hier die Räumlichkeiten meiden und dort dem Infektionsgeschehen einfach vorbeugen. Der kameradschaftliche Zusammenhalt ist wichtig. Gerade in einer Feuerwehr, in der Vertrauen in die Handgriffe der Teamkollegen umso entscheidender ist. Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen konnte dieser gut gehalten werden. Die Grimma Wehr ist darüber hinaus aber auch stets auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Als freiwillige Feuerwehr fährt diese bei den hohen Einsatzzahlen am Limit. Der Zuspruch hier ist groß, die Leute halten bei der Stange, die sind immer noch hoch motiviert, das muss man einfach sagen. Dafür auch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Mannschaft, dass sie das so aushält und mitträgt. Trotz allem suchen wir natürlich immer neue Leute, ob das in der Jugendfeuerwehr ist oder ob das im aktiven Dienst ist. Wer Lust hat, wer freie Spitzen hat, der soll sich gerne hier bei uns melden. Wir haben für jeden einen Platz und man muss sagen, es ist auch nicht mehr nur das Handwerkliche, was gefragt wird in der Feuerwehr. Es wird auch immer mehr die Geschichte IT, Informationsverarbeitung, wo wir Spezialisten brauchen, das muss man einfach so sagen, Spezialisten. Und von der Warte her, denke ich, ist hier für jeden ein Platz. Die Einsatzgebiete in der Feuerwehr sind vielfältig. Der Nutzen für einen persönlich und für die Gemeinschaft immens groß.